die beiden Pole des heraklitischen Lebens und des parmenideischen Stillstands sind in den Grundpositionen der beiden Abwehrseiten, von denen Freud spricht, die es auf drei verschiedenen Ebenen gibt, der psychotischen, der neurotischen und der irreflexiven, also der Unterschied zwischen Paranoia und Schizophrenie, zwischen Hysterie und Zwanglianismus, als jene Abwehrform, die einerseits den Inhalt bewahrt, aber den Affekt verwirft, oder den Affekt verwirft, den Affekt bewahrt und den Inhalt verwirft. Dies führt dann zu den beiden Grundeinstellungen derjenigen, die das Ansichtigwerden des Existierens um den Preis des Ansichtigwerdens, des Bewusstwerdens, des Wiedervernichtetwerdens als Feuervögel dennoch als gloriose Erfahrung willkommen in ihrem Well-Being, Wohlsein aller Feuervögel, die diese Überreizungen, diese Bereitstellung der höchsten Energien in Begegnungen mit dem Realen als Nervenkitzel, als sirrende und schwirrende Anspannung aller Sehnen, aller Axone des gesamten im Tohuwabohu versetzten Nervenapparats als abenteuerlustige Herausforderung, als Nervenkitzel erfahren und den Preis des Tödlichen schon deshalb nicht als zu hoch erachten, weil sie an die Wiederkehr glauben, an die Fortsetzung, an die periodisch-epizyklische, diskontinuierliche Weitergabe der Flamme, an die nachfolgenden Abzweigprodukte und somit für sie nichts verloren ist, sondern alles gewonnen. Während die Iltisse, die mit jenem zu viel an falscher Lust, an falscher Energetik von Anfang an nichts anzusetzen, nichts anzufangen wussten, es als Auswurf, als Verwurf, als Ausgesetztheit, als Verrat, als schutzlose Auslieferung an übermächtige Gewalten, Gezeiten, Gefährnisse, Schicksale, Tücken der Tüche, Automaton eines kopflosen Rekombinationsmaschinerie betrachteten und erstarrt blieben, wie Sokrates in der Toreinfahrt, gebissen vom Zitterrochen oder vom Elektroal oder vom, egal, und also den Umkehrschluss vollziehen mit all diesen verführerischen Abenteuerlichkeiten, mit diesen Schönheiten in ihrer überwältigenden Formselektionsanpassungen, so wie in Rilke als der Beginn des Entsetzlichsten, das es zu ertragen gilt, betrachten und zu Poeten werden oder zu Schriftstellern, die sich kontinuierlich besaufen müssen wie Marguerite Duras, weil ihr Gott nicht mehr anwesend, sondern nur noch durch Abwesenheit glänzt. Das sind die beiden anaximandrisch aufeinanderhetzten Seiten, die deshalb weiter Bestand haben, weil ihr
polarisiertes Aufeinandertreffen den großen Knall erzeugt, der dann hin wiederum das Endzielergebnis der Drittveränderungsimperative dennoch weiter zu beschleunigen vermögen. Die eine durch aktive Aktivierung all ihres Handlungs, politischen und sonstige ihrer Passagen erakt und die anderen durch Verweigerung, durch Zerlegung, durch Hinterschauen wollen, durch Argwöhnen, durch den Wurm des Argwohns, durch die Skepsis, die noch die Skepsis in Frage stellt, durch das Bewusstsein, das sie als ersten Referenten aller Wahrnehmung nehmen, als Ausgangspunkt aller Weltvorstellung, ohne in die mystische Koinzidentia Oppositorum einzukehren, in den Konvergenzpunkt, wo das durch das beobachtende Auge erzeugte Weltenbühnentheater im Konvergenzpunkt, im Perspektivpunkt da draußen sich selber dann anblickt, wie das Korn von Bogen, der Tautropfen auf des Wasservogels Schnabel, in dem sich der Mond widerspiegelt, das vom Auge des Wasservogels erblickt wird, wobei das Auge des Wasservogels sich ebenfalls im Bild des Tautropfens widerspiegelt, im Konvexen, sodass beide sich anschauen wechselseitig, das Auge den erblickten Mond und dass der Mond das ihn erblickende Auge